Ja, hallo, guten Morgen. Heute ist Dienstag, heute ist Mittwoch. Mittwoch, der 20. April 2022. Zweiter Bericht von der Radtour. Ich bin in Berlin am Samstag losgefahren, das habe ich nicht gesagt. Also ist es heute der fünfte Tag. Ich bin auf dem Weg nach Stadt Oldendorf. Und es geht dann in Richtung Weser, dann ein kleines Stück an der Weser lang und heute möchte ich nach Paderborn fahren. So, ich benutze häufig den Europa-Radwanderweg Nummer 1, aber ich verliere den auch total häufig. Übersehe ich ein Schild und dann fahre ich einfach irgendwie so nach Orientierung, keine Ahnung, Sonne, wo steht die Sonne oder welches Straßenschild sagt mir die richtige Richtung. Jetzt habe ich gerade mal einen Fahrradweg genommen wieder, der nach Stadt Oldendorf fahren soll. Und jetzt bin ich gerade hier diesen Berg hochgekommen, im ersten Gang, und trotzdem hat mein Hinterrad durchgedreht, weil es so steil ist. Also, ob das jetzt eine gute Entscheidung war, es ist auf jeden Fall schön. Es ist häufig so, dass dieser Radwanderweg durch sehr schöne Gegenden führt, aber er ist nicht effektiv. Also, wenn man etwas schneller unterwegs sein möchte, dann sollte man vielleicht Landstraße fahren. Vielleicht nochmal was zu meinem Fahrrad. Ich habe ja gesagt, was es wiegt. Ist ganz schön schwer irgendwie. Aber ich will auch lang fahren. Ich habe hinten zwei Fahrradtaschen. Da ist einmal Verpflegung drin und Kocher und allen möglichen Kram. Auf der anderen Fahrradtasche, da ist Flickzeug, alles Mögliche, was man relativ schnell braucht. Dann habe ich vorne eine Lenkertasche. Da ist alles drin, was man schnell braucht. Schokoriegel oder sonst was. Mütze, Brille, Klopapier. Und dann habe ich ein kleines Solarpanel. Da ist noch ein dicker Akku drin irgendwo hier. Upp, da. Den lade ich und bin dann also immer autark. Ich könnte sogar mal vielleicht einem E-Bike-Fahrer ein bisschen Energie abgeben, wenn er nicht mehr weiterkommt. Dann habe ich hier mein Campingzeug drin, Schlafsack und alles Mögliche, ein Tarp, ein sehr kleines Zelt. Das Zelt ist so klein, das werde ich irgendwann mal zeigen. Das ist eigentlich ungemütlich. Aber wenn ich das Tarp drüber spanne, dann ist es gut. Und hier unten habe ich meine Klamotten, mein Anziehzeug. Okay, ich fahre mal weiter und berichte dann demnächst wieder. Ciao.